Hallo zu einem neuen Video. Das hier wird ein Video, was ich jetzt schon mal vordrehe für die Zeit, wenn die Geburt losgeht oder wenn der Kleine dann da ist und wir erstmal anderes zu tun haben. Auf jeden Fall haben wir Juli und der Geburtsmonat ist erreicht. Ich bin in der 38. Schwangerschaftswoche. Ich finde, der Bauch hat echt nochmal einen Schub nach vorne gemacht. Puste fehlt ein bisschen. Und heute geht es um das Thema Geburt bzw. Hausgeburt. Das ist ein Thema, was uns schon lange beschäftigt, was wir aber nicht in die Öffentlichkeit getragen haben und selbst unsere Liebsten um uns herum relativ spät erst erfahren haben, weil ich glaube, ich hätte nicht so gut mit negativen Kommentaren oder Gedanken von anderen Leuten umgehen können. Genau, deswegen erfahrt ihr das jetzt auch erst jetzt, aber es gibt da auf jeden Fall einiges zum Vorbereiten und ich habe auch so das Bedürfnis, den Raum, in dem das Ganze stattfinden soll, auf jeden Fall noch aufzuräumen und ich möchte mit euch die Checkliste durchgehen und euch zeigen, was wir so brauchen und genau, das ist der Plan von dem Video. Das ist der Raum, unser Hobbyraum, Chaosraum. Alles gemischt Raum. Aber hier steht auf jeden Fall mittlerweile eine Couch drinne. Die kann man auch ausziehen. Aber ihr seht schon, wir haben hier Kindersitz gelagert, Kinderwagen, Dark House, wobei das alles auch Sachen sind, die wir brauchen für die Geburt. Aber dann auch da zum Beispiel die Treppengitter und Roller. Und noch mehr Roller. Und ja, hier muss einfach ein bisschen Ordnung rein, dass es auch ein bisschen gemütlicher wird. Da hinten steht das Babybett, was wir erstmal nicht aufbauen. Das wird wahrscheinlich auch da stehen bleiben müssen. Also als erstes räume ich hier mal die Roller raus. Die können nämlich auch ins Gartenhaus. Ich habe jetzt gerade den Kinderwagen da hinten in die Ecke geschoben, aber ich glaube, ich stelle ihn wieder da zurück und mache dann den Kindersitz in diese Ecke. So, es ist schon 100-mal besser. Müll und diese zwei Kistchen hier möchte ich noch schnell sortieren. Ich bin gerade dabei, den Wickelkorb noch vorzubereiten und aufzufüllen. Einmal habe ich schon Windeln drin. Da habe ich jetzt oben ein paar Kleidungsstücke geholt, aber auch Spucktücher. Stilleinlagen und dann einfach Outfits einmal lang und ein paar kurze Sachen und ein Strickjäckchen. Mal gucken, was wir dann brauchen werden. Dann habe ich noch für unten auch eine Waschschüssel mit Waschlappen und ja, so ein paar, also Wundschutzcreme eigentlich und ein bisschen Öl und falls es doch mal sein muss, Feuchttücher. Ich stecke mir einfach da rein. Perfekt gefüllt. Geht weiter mit den Vorbereitungen. Ich habe hier einmal Saft und einmal eine Eiswürfelform. Das steht auch auf der Checkliste von der Hausgeburt. Für den Sommer halt perfekt, dass man sich einfach so Safteiswürfel macht. Ich habe eigentlich diesen Shot doppelt gekauft, aber ich habe mir jetzt überlegt, ich mache nur eine Flasche und hole dann irgendwie noch was anderes. Ansonsten zeige ich euch mal, was wir sonst so brauchen. Gehe ich mal mit die Checkliste mit euch durch. Die habe ich hier. Also ich wünsche mir, dass die letzte Phase im Pool stattfindet. Deswegen gibt es einmal einen Pool. Das ist jetzt so ein ähnlicher, den die Hebamme empfohlen hat. Sie hat einen kleineren empfohlen und ein bisschen runder. Aber ich fand den hier ganz cool, weil der auch Sitzkissen drin hat. Das hatte der andere nämlich nicht. Und diese richtigen Geburtspools mit Griffen und so, die sind super, super teuer.
Das musste jetzt nicht sein, weil ich weiß es nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich werde dann am Ende sowieso auf dieser Couch landen. Deswegen, mal gucken. Was wir dazu auf jeden Fall noch brauchten, war eine Luftpumpe, diese elektrisch, die hatten wir eh schon zu Hause. Ganz praktisch, dann geht das auch alles ganz fix. Dann einmal einen neuen Gartenschlauch, um den Pool aufzufüllen. Natürlich auch Adapter dann für den Wasserhahn. Unser Gästebad ist gerade daneben, weil der Pool kommt quasi, mir fehlt die Puste, ins Wohnzimmer dann. Genau, dann geht das auch alles ganz schnell. Dann haben wir so Abdeckplanen für unter dem Pool und Couch und wo es sonst überall hin muss. Genau, dann einmal einen Haushaltseimer. Ich habe auch irgendwo noch eine Schüssel. Das ist gedacht für die Plazenta und keine Ahnung, für noch was. Dann habe ich hier so einen wasserfesten Überzug. Das war, hatten wir eigentlich mal auf dem Bett. Und der wird dann auf jeden Fall hier auf diese Couch kommen, weil ich denke, dass ich auf jeden Fall zwischen Couch und, also der Couch und dem Pool switchen werde. Man kann ja auch nicht die ganze Zeit im Wasser sein. Dann braucht es einige Handtücher. Da habe ich ein paar große, ein paar kleinere. Waschlappen habe ich. Hier habe ich die Schüssel. Dann auch eine Tüte, um die Plazenta dann einzufrieren. Genau. Dann für die Eiswürfel einmal so eine Thermodose, wo die dann auch schön Eiswürfel bleiben. Dann habe ich solche Krankenhausunterlagen. Eigentlich bräuchte ich noch mehr davon, beziehungsweise die hier sind ein Ticken zu klein. Ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert, beziehungsweise ich glaube, ich hole noch diese Wickelunterlagen von DM oder so. Netzhöschen und Binden auch schon mal hier parat. Dann ja, Müllsäcke, weil braucht man halt, steht auf der Liste, Pflegeöl bzw. Massageöl. Aber natürlich steht auch die Kliniktasche parat. Das muss einfach provisorisch auch gemacht sein. Die habe ich euch ja in einem anderen Video gezeigt, was da alles drin ist. Und da sind ja auch die Snacks und etc. pp. Drin. Ist dann auch alles griffbereit. Und dann hat die Hebamme noch eine Box da gelassen. Ich weiß gar nicht genau, was da jetzt alles drin ist. Aber da ist auch schon das Kinder, das U-Heft mit drin und so weiter. Ja, dann halt so Sachen, die sie halt braucht. Was jetzt hier noch nicht dabei war, ist eine warme Decke. Die habe ich aber auch im Wohnzimmer. Dann das Stillkissen, das habe ich halt oben im Bett im Moment. Eine Wärmeflasche, die habe ich irgendwo hingelegt. Kann ich auch noch dazu legen. Und dann noch so zwei Kühlkissen. Genau, die habe ich aber im Gefrierfach, logischerweise. Und ansonsten war es das. Da steht noch Fotoapparat, aber Handy liegt sowieso daneben. Und dann halt klar, die wichtigen Dokumente. Hier haben wir auch noch eine Telefonliste. Da steht auch die Notfallnummer drauf von der Hebamme. Die hat nämlich dann auch ein Geburtshandy, wo sie dann definitiv hoffentlich erreichbar ist. Genau, soweit dazu. Also die Checkliste ist abgearbeitet, wir haben alles da und es kann losgehen.